geschätzte Medienschaffende hier im Saal und geschätzte Medienschaffende online. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Medienkonferenz zum neuen Güterverkehr- und Logistikkonzept. Heute ist an meiner Seite der Markus Traber und er ist der Chef vom Amt für Mobilität. Und als Fachmann für Detailfragen, ebenfalls aus dem Amt für Mobilität, ist heute dabei der Herr Paul Schneeberger. Und er ist Projektleiter Richtplanung und Güterverkehr. Mobilität von Menschen und Gütern ist nicht Folge, sondern Grundlage unseres Wohlstandes. Das langjährige Vorstandsmitglied, der Vorsitzende von der BMW, der Eberhard von Kuenheim, hat mit dem Satz aus meiner Sicht einen zentralen Grundsatz für unsere moderne Gesellschaft formuliert. Mobilität ist der Treiber von unserem wirtschaftlichen Wohlstand und trotzdem, es schlägt kein Geiss weg, Mobilität ist auch die Folge von unserem Wohlstand. Und umso mehr ist es unsere Aufgabe, Mobilität in allen Lebensbereichen bestmöglichst, und das heisst effizient und ressourcenschonend abzuwickeln. Und genau das wollen wir ja mit den Aufgaben in meinem Amt für Mobilität anpacken. In allen Bereichen des Lebens zukunftsorientierte Konzepte und Strategien zu entwickeln, um eben die Mobilität für unsere Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch für unsere Wirtschaft nachhaltig, umweltverträglich und wohlstandssichernd, meine Damen und Herren, zu gewährleisten. Ich möchte kurz den Ablauf unserer Medienkonferenz darlegen. Ich werde zuerst auf die grossen Trends im Güter- und Logistikverkehr eingehen. Und Markus Traber wird Ihnen dann unsere Antworten aufzeigen und auch das Güterverkehrs- und Logistikkonzept präsentieren. Dann stehen wir Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Also, worum geht es heute bei diesem Konzept? Der Artikel 104 von unserer Kantonsverfassung verpflichtet uns als Kanton und auch Gemeinden, ich zitiere, für eine sichere, wirtschaftliche und umweltgerechte Ordnung vom gesamten Verkehr zu sorgen. Und zum gesamten Verkehr gehört neben dem Personenverkehr auch der Güterverkehr. Und, das muss ich Ihnen nicht sagen, der Güterverkehr wird sehr viel vergessen. Zu Unrecht aus meiner Sicht in der öffentlichen Debatte. Mit dem Güterverkehrs- und dem Logistikkonzept haben wir zuerst mal geeignete Leitplanken formuliert. Aber was sind denn eigentlich die Trends, die wir in den nächsten Jahren erwarten? Erstens, die Bevölkerung dürfte weiter wachsen. Im Kanton Zürich leben heute 1,56 Millionen Menschen. Und bis 2040 werden es nach der Prognose vom Statistischen Amt 1,8 Millionen Menschen sein. Das heisst rund 17% mehr. Die Beschäftigten werden um rund 12% zunehmen nach diesen Erhebungen. Und das Bevölkerungs- und auch Beschäftigungswachstum, das führt auch, logisch, zu einer höheren Nachfrage der Güter. Und auf dieser Folie sehen Sie abgebildet, das erste Mal, können Sie das so sehen, das Güterverkehrsvolumen im Kanton Zürich 2019. In Zahlen, meine Damen und Herren. Und insgesamt beträgt das Güterverkehrsaufkommen im Kanton Zürich 94 Millionen Tonnen im Jahr. Das ist eine unglaubliche Zahl. Die 94 Millionen Tonnen werden also innerhalb von unserem Kanton transportiert, in unseren Kanton importiert, aus unserem Kanton exportiert, aber auch durch unseren Kanton transferiert. Und was auch eindrücklich ist, die grosse Zahl von 94'000 Millionen Tonnen, die werden zu 87% auf der Strasse abgewickelt. Aus der Verkehrsperspektive vom Bundesamt für Raumentwicklung lässt sich für den Kanton Zürich schlussfolgern, dass das Güterverkehrsvolumen noch zunehmen wird. Und zwar bis 2040 auf sage und schreibe 108 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das wäre dann ein Wachstum von 15%.
Und der Verkehr muss weitgehend auf den heute bestehenden Strassen und im bestehenden Schienennetz abgewickelt werden, wo ja heute schon die Ansprüche auf das bestehende Netz sehr hoch sind. Und drittens, wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht nur mit mehr Menschen leben. Diese Menschen sollen ja nach den Grundsätzen der Raumplanung vor allem innerhalb von besiedelten, bestehenden Gebieten wohnen und arbeiten. Und das erhöht natürlich den Druck auf die vorhandenen Flächen für den Umschlag von Gütern gerade noch einmal. Das gilt vor allem für die städtischen Gebiete. Und jene 20% der Kantonsfläche, die Sie auf dieser Darstellung jetzt rot und orange eingefärbt sehen, auf dem Fünftel der Kantonsfläche soll also nach der Raumentwicklungsstrategie vom Kanton Zürich 4/5 vom Bevölkerungswachstum stattfinden. Und die Folge, das ist klar, Konkurrenz um Flächen, der Kampf um Flächen, was auf dieser Fläche passiert, eben mit 87% auf der Strasse, auch zwischen dem Güterverkehr und anderen Nutzungen, wird sich noch verschärfen. Das ist ganz klar. Und wir haben den vierten Trend. Päckliflut. Wir haben es alle erlebt in der Corona-Pandemie. Der Onlinehandel steigt seit Jahren, hat einen rasanten Anstieg, auch in der Pandemie erlebt. Und der ganze Trend hat eine unglaubliche Dynamik. Immer mehr Kundinnen und Kunden erwarten, dass online bestellte Ware, mit einem Klick macht man ja das, und wir möchten das am liebsten am gleichen Tag oder mindestens so rasch wie möglich, am liebsten innerhalb von wenigen Stunden geliefert wird. Die Folge, wir haben immer mehr Lieferwagen. Und man kann sagen, während der Bestand an Lastwagen über 3.500 Tonnen seit 2005 praktisch konstant geblieben ist, also dort haben wir keine wirklich messbare, grosse Entwicklung, hat sich aber die Zahl der kleinen Lieferwagen im gleichen Zeitraum um 57% gesteigert. Und wir gehen davon aus, und es ist einfach davon auszugehen, dass der Trend im Onlinehandel den ganzen Trend natürlich weiter verstärken wird. Also das wird nicht zurückgehen, das wird noch steigen. Mit allen absehbaren Konsequenzen, auch negativen Auswirkungen für Mensch und Umwelt. Flächenverbrauch, Lärm, Abgas, CO2-Emissionen. Immer mehr Fahrten. Und das war auch der Grund, warum wir in der Volkswirtschaftsdirektion, mir das ein Anliegen war und auch zusammen mit dem Amt für Mobilität mir gesagt haben und jetzt auch unterstützt durch den Regierungsrat, da dürfen wir nicht einfach tatenlos zuschauen. Da müssen wir Lösungen erarbeiten. Wir können nicht einfach diese Entwicklung nur beobachten. Der Kanton Zürich unterstützt darum und beschleunigt Transformation, zum Beispiel mit dem Förderprogramm mit den Einladestationen. Unter anderem auch am Bau von Wasserstofftankstellen, die wir ja möchten, finanziell unterstützen. Das Geschäft ist im Moment im Kantonsrat hängig. Und das ist interessant und das ist relevant für den Schwerverkehr. Und der Kanton Zürich setzt auch auf sogenannte Elektrofahrzeuge, wie etwa auf rein elektrisch betriebene Abfall- oder Lastwagen von Futuricum aus Winterthur. Damit möchte ich sagen, es laufen auch grosse Branchenanstrengungen. Transportunternehmen und auch die Logistiker stellen ihre Fahrzeugflotte zunehmend auf fossilfreie Antriebe um. Aber wir müssen auch ehrlich sein, auch wenn die Logistik wird grüner werden, wir werden die Logistik wegen der Belastungen weiterhin halt als unangenehm empfinden. Die Logistik hat so einen speziellen Platz in dem ganzen Mobilitätssetting. Und sie wird in den nächsten Jahren sicher nicht aus unseren Strassen verschwinden, im Gegenteil. Sie wird noch mehr Strassenraum beanspruchen, Strassenraum, der jetzt schon sehr umkämpft ist. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, Logistik ist letztlich eine von unseren Lebensgrundlagen. Sie bringt die Ware, die Sache in die Läden, zu uns heim, die wir brauchen für unser Leben. Nicht nur Lagerhäuser, Güterzüge, Lastwagen, Umschlaganlagen sind Teil der Logistik.
Auch die Online-Bestellungen auf dem Sofa gehören in Zukunft zu unserem Leben und zu unserer Logistik. Und wir haben einen sechsten und einen letzten Trend, den ich Ihnen möchte formulieren. Wir erleben im Mobilitätsbereich eine sehr spannende und eine sehr dynamische Zeit. Wie ganz grundsätzlich, aber in der Mobilität kommt das sehr, sehr stark zum Ausdruck. Stichwörter sind Digitalisierung, Innovation, Automatisierung, neue Technologien etc. Gescheite Köpfe forschen weltweit an neuen, vielversprechenden Technologien, wo wir zahlreiche Möglichkeiten haben für Personen, aber eben auch für den Güterverkehr. Und wer weiß, was uns die Zukunft noch alles bringt. Ich hatte das Vergnügen, letzten Sommer im Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart zu sein. Und ich konnte dort spannende Prototypen, die wir Ihnen hier zeigen, anzuschauen. Ich war auch in so einem Gefährt und ich habe mir das auch erklären lassen. Zum Beispiel ein autonomes Fahrzeug, das mit verschiedenen Fahrzeugteilen am Tag für den Personentransport unterwegs ist und in der Nacht autonom für den Warentransport eingesetzt wird. Ich weiss schon, das ist nur Zukunftsmusik. Aber die Fahrzeuge, die gibt es und die sind bereits auf Teststrecken unterwegs. Ich möchte auch hinweisen, dass die Schweizer Firma Planzer bereits jetzt, wie wir kürzlich können lesen, ein paar wenige vollautonome Lieferwagen ohne Fahrerkabine bestellt hat. Und selbstverständlich fahren die im Moment auf Testgelände um, zum Experimentieren. Aber es zeigt natürlich auch ganz klar, in welche Richtung es auch in der Logistik geht. Und ich möchte auch erwähnen, auf dem Innovationspark in Dübendorf tüftelt das Team am Swissloop, also an einer Hyperloop-Technologie. Das sind Kapseln, die mit höchster Geschwindigkeit durch die Röhre donnern. Aber ich könnte Sie auch fragen, vielleicht werden eine Drohne unsere Waren durchs Fenster liefern? Wer weiß? Vielleicht ein Pulli oder eine Hose, eine Jeans? Und ich möchte auch erwähnen, selbstverständlich Cargo Sutteren, wo der Kanton Zürich grosse Chancen sieht in einer Lösung, die aber natürlich auch entsprechende finanzielle Konsequenzen hat, wo aber, möchte ich auch sagen, privat gedreht wird. Was man sicher sagen kann, was schneller geht und was günstiger geht und auch was sinnvoll ist, das sind digitale Plattformen, die ja das Potenzial haben, Kooperationen zu ermöglichen. So können zum Beispiel Päckchen von verschiedenen Anbietern schon heute gebündelt werden. Damit die Lieferwagen besser ausgelastet sind und man Fahrten reduzieren kann. Aber die interessante Frage für Sie ist natürlich jetzt, wo ich Ihnen die Trends und die Möglichkeiten geschildert habe, wie gehen wir denn jetzt im Kanton Zürich mit dem allem um? Und für diese spannende Frage gebe ich jetzt gerne das Wort weiter am Chefamt für Mobilität, Markus Traber. Ja, besten Dank, Carmen Walker-Späh. Ja, geschätzte Damen und Herren, geschätzte Medienschaffende, sehr gerne tue ich jetzt das Güterverkehrs- und Logistikkonzept noch im Detail erläutern. Es ist ein Konzept, das aufgebaut ist, wie Sie da sehen, von der ganzen Einbettung. Und das ist, glaube ich, noch wichtig zu positionieren. Was ist das Konzept? Wie ist das auch mit anderen Planungen vom Kanton abgestimmt? Und Sie sehen da ganz grob obendran den kantonalen Richtplan. Im Prinzip das grosse Instrument vom Kanton, vom Kantonsrat auch festgesetzt, wo die räumliche Koordination im ganzen Kanton vornimmt. Sie sehen dann das Gesamtverkehrskonzept, das der Regierungsrat 2018 beschlossen hat, wo im Prinzip so die grossen Linien vorgibt für den ganzen Mobilitätsbereich, für den Verkehr, wie sich das entwickeln soll, wie die Verkehrsträger sollen abgestimmt sein, Personenverkehr und Güterverkehr. Und jetzt unter dem Gesamtverkehrskonzept als Konkretisierung für den Bereich Logistik und Güterverkehr, wie gesagt, das Güterverkehrs- und Logistikkonzept. Weitere Planungen werden sich dem orientieren, sind vor allem auch sektorale Planungen, wenn es um die Umsetzung geht, respektive Planungen von Dritten. Es ist da dreht zum Beispiel Bund, wenn der Bund Sachplanungen erlässt oder jetzt auch mit dem unterirdischen Gütertransport ein neues System kommt, dann orientiert sich das ebenfalls an dem speziellen Güterverkehrs- und Logistikkonzept.
Ich glaube, es ist das erste Mal auch in der Schweiz. Ich habe kein anderes vergleichbares Konzept, das ich im Kopf habe, wo so spezifisch in einem Kanton geregelt wird, wie eigentlich Güterverkehr und Logistik sich entwickeln soll. Ich weiss, in Basel, wo Logistik sehr wichtig ist, dass man sich dort auch so Gedanken macht. Aber so im Umfeld von einem Kanton Zürich, Wirtschaftskanton, ist das sicher etwas Einmaliges und auch sehr wichtiger Meilenstein, dass man so ein Konzept haben. Wie haben wir das aufgebaut? Wir haben insgesamt zuerst Leitsätze formuliert. Das sind 5 Leitsätze, dann Ziel und Strategien und anschliessend Handlungsschwerpunkte und Massnahmen. Insgesamt rund 18 Massnahmen, konkrete Massnahmen für die Umsetzung, finden Sie in diesem Konzept drin und die werden wir jetzt sukzessive in den nächsten Jahren umsetzen. Ich werde jetzt zu den einzelnen Leitsätzen, Ziel und Massnahmen durchgehen. Ich werde nicht alles in all Details erläutern. Sie haben das Konzept vor sich, aber auf die wichtigsten Punkte werde ich eingehen. Wenn ich jetzt zu diesen 5 Leitsätzen komme, dann ist schon gesagt worden von der Carmen Walker-Spech, es ist ganz wichtig, dass man Standort hat. Dass man die Standorte auch sichern kann für Logistikeinrichtungen, für Umschlag, Schiene, Straße, Schienen unter Umständen auch, oder auch Straße, je nachdem, wie die ganze Logistikkette ist, oder inskünftig auch unterirdischer Gütertransport zur Oberfläche. Und das ist etwas, was uns ganz wichtig ist, weil wenn die entsprechenden Areale nicht mehr zur Verfügung stehen, dann werden sich die Transportdistanzen verlängern, insbesondere in den letzten Meilen. Und darum ist es eben wichtig, dass der Kanton auch über die Richtplanung, aber auch die Kommunen, über ihre entsprechenden Nutzungsplanungen die Standorte können sichern und die auch für die Logistiknutzungen zur Verfügung stehen. Ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, wir setzen in diesem Konzept sehr stark auf den Schienengüterverkehr. Wir sehen dort auch ein grosses Potenzial. Wir wollen das erhalten und auch weiter ausbauen. Das bedingt aber auch, dass ausreichend Trassen auf dem Güterverkehrssystem zur Verfügung stehen. Da sind wir zum Beispiel auch dran, im Moment uns Gedanken zu machen, im Hinblick auf die übernächste Steppbotschaft, welche Anforderungen der Kanton stellt aus Sicht vom Güterverkehr, von der Logistik, an die Trassen, die sie zur Verfügung stellen. Es ist leider so, dass man da zum Teil einen Konflikt steht mit anderen Nachfragen auf dem Schienennetz. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, es gelingt nur dann, den Modalsplit-Anteil zu heben, wenn eben auch die entsprechenden Trassen vorhanden sind. Das Weitere ist, es ist auch schon angetönt worden, Kooperationen, dass wir das unterstützen wollen. Es ist heute so, dass natürlich sehr viel auch die Anbieter für sich allein optimieren. Aber wenn ich gerade auf die letzte Meile schaue, früher ist die Post gefahren mit den Päckchen, heute fahren 5 Lieferungswagen hintereinander auf der gleichen Route und liefern Päckchen aus. Ich glaube, da haben wir wirklich Optimierungspotenzial, wo durch Kooperationen sinnvoll können auch die Fahrten gebündelt werden und nicht jeder muss die gleiche Strecke abfahren. Dann geht es auch darum, innovationsfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist auch schon gesagt worden im Slide, das Sie gesehen haben, von der Carmen Walker-Spech. Da gibt es sehr viele Innovationen. Dekarbonisierung von der Logistik ist auch ein ganz wichtiger Treiber. Aber es geht natürlich auch darum, eben zum Beispiel für den unterirdischen Gütertransport Rahmenbedingungen zu schaffen, wo er auch kann, allenfalls, wenn das System realisiert werden sollte, auch kann entsprechend ins ganze Konzept und ins System eingepasst werden. Der letzte Punkt, und das wird oft ein bisschen vernachlässigt, der Stellenwert der Luftfracht. Ich habe in unserer Studie von 2018 noch, dass wertmässig 50% vom Export über die Luftfracht exportiert wird aus der Schweiz raus. Das sind also ganz bedeutende Warenströme, natürlich nicht mengenmässig, tonnagemässig, aber wertmässig, die aus der Schweiz rausgehen. Und gerade der Kanton Zürich als Flughafenkanton ist da natürlich in einer speziellen Rolle, wie die Luftfracht auch kann abgewickelt werden. Auch dort natürlich umweltfreundlich, auch dort möglichst mit wenig Beeinträchtigungen von den Anwohnenden um den Flughafen herum. Aber für die Logistik ist die Luftfracht ebenfalls wichtig und hat einen ganz bedeutenden Stellenwert für die Exportnation Schweiz. Wenn ich jetzt zu den Zielen komme, wir haben uns 3 Oberziele gesetzt. Sie sehen das dann im Bericht noch weiter detailliert mit Unterzielen. Ich gehe aber nur auf die wichtigsten ein.
Es geht darum, den Zugang sicherzustellen, die Erreichbarkeit sicherzustellen vom Wirtschaftsstandort Zürich, sowohl dass die Waren können zu den Verbrauchern kommen, aber eben auch können von der Produktion weggehen, insbesondere auch in Export. Ich glaube, das ist ganz entscheidend für, es ist gesagt worden, auch für den Wohlstand, dass eben die Erreichbarkeit sichergestellt ist, aber auch optimiert sichergestellt ist. Ziel 2, ich habe es schon gesagt, bei den Leitsätzen, ganz wichtig, dass wir den Bahnanteil sichern und auch noch stärken, auch noch ausbauen. Ich komme nachher bei den Massnahmen noch näher darauf zurück. Und dann beim Ziel 3, da geht es vor allem darum, eben den Ressourcenverbrauch. Da geht es um Lärm, Luftschadstoff, aber auch Bodenverbrauch, den wir haben, Belastung zu reduzieren für Mensch und Umwelt. Und da sehen wir auch ein grosses Potenzial in neuen Technologien. Wenn ich jetzt gerade an die ganze Dekarbonisierung denke, in der Logistik, die noch anspruchsvoller ist, wie in der individuellen Mobilität. Aber auch da gibt es ja in der Schweiz sehr ganz gute Ansätze. Ich denke da zum Beispiel an die ganze H2-Technologie, also Wasserstofftechnologie, wo ja kein anderes Land so grosse Flotte bereits im Aufbau hat in der Logistik, wo man wirklich versucht, mit der Brennstoffzellentechnologie sehr viel da können abzuwickeln. Also das sind Zielsetzungen, die wir haben. Und jetzt komme ich auf die einzelnen Strategien. Wir haben die güterverkehrsintensive Branche, wo natürlich wir darauf schauen wollen, dass wir möglichst die Lastwagenfahrten reduzieren und die auf die Schiene verlagern. Und auch, ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt, eben die Güterverkehrsentschliessungen auch siedlungsverträglich ermöglichen können. Da geht es darum, dass wir eben Flächen sichern können, die nicht gerade ganz nur über Wohngebiete erschlossen sind oder die in Wohngebieten liegen, sondern dass die eben optimal erschlossen sind an den Schnittpunkten, zum Beispiel zwischen den Schienen, zwischen dem Strassennetz und eben möglichst auch umgeben sind von anderen Nutzungen, die nicht lärmsensibel sind. Dann geht es aber auch darum, die Flächen möglichst effizient zu organisieren. Wir haben vielleicht dann noch ein bisschen das Bild von so riesigen Flächen, die für Logistikumschlag genutzt werden. Da sind wir auch an Studien dran oder begleitet Studien, wie man das kann, übereinander stapeln, dass man also nicht nur alles in der Fläche macht, sondern mit, sei das Logistiknutzungen oder mit anderen Nutzungen, kann stapeln, dass man eben auf mehreren Ebenen das flächeneffizient kann nutzen. Dass man es zum Beispiel mit Dienstleistungen kann nutzen oder auch mit anderen Nutzungen, die eben dann auch in die Höhe möglich sind. Das sind so Überlegungen, die sicher im Bereich vom gerade intensiven Branchen müssen weiter studiert werden und dort dann müssen Anreize in die Richtung laufen. Dann geht es zu den Güterbahn- und Umschlaganlagen. Ich habe es auch schon gesagt, auch dort ist vor allem das Thema, wie können wir die Flächen sichern und wie können wir den Umschlag sichern und wie können wir die ganzen Einrichtungen auch sehr flächeneffizient zur Verfügung stellen. Strategie 3 ist Strassenfeinverteilung. Da geht es darum, dass man Strasseninfrastruktur, die auch in Zukunft wird einen wichtigen Stellenwert spielen in der ganzen Logistik, insbesondere in den letzten Meilen werden wir sehr viel auf der Strasse haben, dass wir dort die Infrastrukturen möglichst optimiert nutzen können, eben auch mit dem Bündeln von gewissen Fahrten, dass nicht jeder Transporteur einzeln die gleiche Route abfährt. Dann geht es auch darum, die Zufahrten siedlung- und umweltverträglich herzustellen und, wie gesagt, City-Logistik und Kooperationen zu unterstützen. Ich habe es gesagt und ich komme dann nachher auch in den Massnahmen noch darum. Innovation, neue Systeme, da haben wir den Fokus offen und verfolgen das sehr intensiv, was da im Moment läuft. Wir begleiten auch das Projekt Cargo Souterrain für den unterirdischen Gütertransport schon seit vielen Jahren und schauen auch dort, welche Weichenstellungen müssen wir seitens vom Kanton machen, um so etwas zu ermöglichen. Was aber auch ganz wichtig ist, zu sagen, wenn wir jetzt gerade über den unterirdischen Gütertransport reden, oder das gilt auch generell für die Logistik, am Schluss ist es eine Branche im freien Wettbewerb, wo eben muss von diesen Firmen auch die entsprechenden Konzepte umgesetzt werden. Der Staat ist da in der Regel in einer möglichen Rolle. Er tut Randbedingungen setzen, er tut Anreize schaffen, aber wir sind nie selber Logistiker oder selber Transporteur von Gütern. Kooperation und Vernetzung,
das habe ich auch schon gewisse Sachen ausgeführt. Wir wollen dort vor allem die Rolle finden in der Zusammenarbeit mit der Branche, mit den Logistikern, dass wir eben Plattformen bieten können, wo so Kooperationen möglich sind. Und was natürlich auch möglich nötig ist, wir brauchen eigene Kompetenzen in dem Bereich, wo wir jetzt auch verstärkt am Aufbauen sind, dass wir auch auf Augenhöhe mit den entsprechenden Branchenvertretern mitdiskutieren und auch die entsprechenden richtigen Stellschrauben dann eben auch setzen können. Ich gehe jetzt auf verschiedene Handlungsschwerpunkte ein. Ich werde da die wichtigsten 9 herausgreifen, um Ihnen aufzuzeigen, auch ein bisschen illustrieren, an was wir dran sind und was auch konkret jetzt die Umsetzungsschritte sind, um das Konzept eben auch umzusetzen. Zuerst Standortsicherung. Das ist jetzt verschiedentlich betont worden, wie wichtig das ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist die anstellende Teilrevision, also die nächste Teilrevision vom kantonalen Richtplan, wo wir wollen, die bereits schon zum Teil bestehenden Einträge überprüfen und neue Einträge schaffen, so dass wir auch wissen, welche Flächen sollen inskünftig für die ganzen Umschlaganlagen zur Verfügung stehen oder eben auch gesichert werden. Dann geht es auch darum, dass wir durchaus bei gewissen Studien mitarbeiten. Wir sind in der Regel nicht im Lead. Das ist, wie gesagt, Sache von der Standortgemeinde oder dann auch von Unternehmungen. Aber wir werden uns vermehrt auch einbringen in die ganzen Entwicklungsfragen. Ich habe es vorher schon gesagt, eben auch mit entsprechend darauf wirken, dass eben nicht alles in die Fläche nur entwickelt wird, sondern dass man sich auch mit ergänzenden Nutzungen, zum Beispiel, dass man sagt, über eine Logistiknutzung wird noch irgendeine andere Ausbildungsnutzung oder Dienstleistungen angesiedelt, dass solche Überlegungen eben auch eingebracht werden. Dann geht es aber auch darum, dass wir die ganzen Nutzungsplanungen entsprechend auch fokussieren können, weil der Richtplan ist nicht grundeigentümerverbindlich und am Schluss geht es auch darum, eben die Standorte auch grundeigentümerverbindlich können sichern und das schaffen wir nur, das können wir nur zusammen mit den Städten und Gemeinden machen, wo dann das auch in die entsprechenden lokalen Nutzungsplanungen müssen verankern. Ein zweiter ganz wichtiger Handlungsschwerpunkt ist die Umsetzung von dieser Bahntransportpflicht für Kies- und Aushubtransport. Da gibt es ja eine Änderung oder ist schon bereits in Kraft vom Planungs- und Baugesetz vom Kanton Zürich, das vorschreibt, dass für grosse Bauvorhaben, es geht um Volumen über 25'000 Kubikmeter, dort eine entsprechende Bahntransportpflicht auch da neu festgelegt ist. Es geht darum, dass man einen Modal-Split-Anteil von 35% über das ganze entsprechende Transport ermöglichen. Und da stellen wir jetzt auch fest, dass sich die Branche bereits schon organisiert hat, dass die Branche sich dort auch in Joint Ventures schon zusammengefunden hat. Und das sind ganz wichtige Signale eben auch, dass man den Gesetzesparagraf auch jetzt kann umsetzen. Wir selber sind dort mit Partnerämtern, vor allem mit dem AW in der Baudirektion dran, auch entsprechende Studien, Überlegungen anzustellen, wo müssen so Umschlaganlagen auch sein, um die Kies- und Aushubtransport möglichst nahe, dort, wo die Aushub anfallen, eben können auf die Schiene bringen. Da bildlich dargestellt noch das Thema Innovationen letzte Meile. Sie sehen da bildlich dargestellt, wie heute das in der Regel geht oben. Also jeder optimiert seinen Fahrplan in der Auslieferung. Das sind natürlich vor allem Lieferungswege, die unterwegs sind in den Quartieren. Und wir wollen dort Randbedingungen schaffen, wo eben auch man die Fahrten optimieren kann, dass nicht jeder hinter einem anderen herfährt, sondern dass man eben entsprechend kann ab gewissen dezentralen Hubs dann die letzte Meile eben mit einer Fahrt nur abwickeln. Das hat noch gewisse Hürden, wenn man das bewerkstelligen könnte. Aber da sind auch die Städte Zürich-Winterthur zum Beispiel bereits schon dran. Und ich glaube, da gibt es innovative Ansätze, insbesondere auch in der Digitalisierung, wenn man so Sachen kann unterstützen kann. Und das ist ebenfalls etwas, was man weiter verfolgen will. Und dann ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es auch einleitend schon gesagt, dass wir unser Know-how stärken wollen. Das heisst auch, dass wir eine Koordinationsstelle Güterverkehr und Logistik aufbauen im Amt für Mobilität, wo eine zentrale Anlaufstelle darstellen soll für Güterverkehrsfragen, natürlich auch für die Industrie, die sehr oft uns kontaktiert mit Anliegen, die sie hat.
aber wo wir eben auch möchten, können vorantreiben und auch Kooperationen schaffen, wo wir auch möchten, die wichtigen Player zusammenbringen, wo wir auch wollen, Innovationen weiterverfolgen, allenfalls mit Anreiz oder sogar mit konkreten Fördermaßnahmen eben auch die Logistik unterstützen, dass sie die ganze Digitalisierung, Dekarbonisierung und Optimierung eben auch kann mehr und besser erreichen. Das sind quasi die Massnahmen, die ich kurz erläutere. Ich gebe das Wort gerne retour. Ja, vielen Dank, Markus Traber. Sie sehen, wir wollen mit unserem Güterverkehrs- und Logistikkonzept, das ja der Regierungsrat verabschiedet hat, uns vorbereiten auf die Zukunft und auch versuchen, die Auswirkungen, die werden kommen, im Bereich der Logistik auch positiv zu beeinflussen. Und zentrale Pfeiler, das hat Markus Traber gesagt, ist natürlich die Standortsicherung und auch die Entwicklung von diesen Umschlaganlagen. Die sogenannten Hubs zwischen Strasse und Schiene. Und das vor allem in den Städten Zürich und Winterthur, aber auch überall dort, wo wir dicht besiedelte Gebiete haben, wie im Limmatal, im Glattal, im Oberland und auch am Zürichseeufer. Der Regierungsrat will mit geeigneten Massnahmen auf eine Verlagerung der Transporte auf die Schiene hinwirken, mit dem Ziel, die Bevölkerung von Lärm und Luftschadstoff zu entlasten und auch den Ressourcenverbrauch zu vermindern. Und schließlich möchte der Regierungsrat auch sinnvolle Innovationen im Güterverkehr mit rechtlichen und womöglich auch finanziellen Anreizen unterstützen. Und mit dieser Koordinationsstelle Güterverkehr, wenn wir so etwas wie eine Güterverkehrsanwaltschaft beim Kanton etablieren. Etwas, was es so in dem Sinn noch nicht gibt. Das ist, wenn der Güterverkehr ist wie eine Realität, aber eigentlich niemand will es. Also die Mehrheit will sich eigentlich mit dem nicht befassen. Und wir wollen auch diese Stimme stärker vertreten haben mit Blick auf die Versorgung unserer Bevölkerung in Zukunft. Ich möchte da sagen, die Stelle wird keine zusätzliche Stelle sein. Das ist mir wichtig zu betonen, sondern innerhalb des bestehenden Stellenplans vom Amt für Mobilität eben neu angesiedelt und fokussiert. Der sogenannte Güterverkehrsanwalt oder die Güterverkehrsanwältin soll jetzt eben die Akteure der Wirtschaft und der Verwaltung miteinander vernetzen. Er oder sie soll beitragen, das Ziel des Güterverkehrs- und Logistikkonzepts eben von den Schlüsselakteuren auch verinnerlicht wird und umgesetzt wird. Und der Kanton Zürich möchte natürlich damit auch seine wichtige Rolle, die er hat als Wirtschaftsmotor der Schweiz, dieser Rolle auch Rechnung tragen. Aber, ich habe das einleitend schon gesagt, auch der Bund wird sich Gedanken dazu machen müssen. Beispielsweise mit der Regulierung des Güterverkehrs mit dem Transport bis 3,5 Tonnen, die ich Ihnen erwähnt habe, die ja unglaublich zugenommen hat und noch zunehmen wird. Und der Verkehr unter 3,5 Tonnen, der ist nicht an Nachtfahrverbot und nicht an Ruhezeiten gebunden und der zahlt auch keine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Ich habe gestern zufälligerweise den Herrn Rötlisberger, den Astra-Direktor, an einer Veranstaltung getroffen. Ich habe mich mit ihm auch über das Thema austauscht. Und er hat mir gesagt, dass schon von der EU her da die Absicht käme, die Privilegien aufzuheben, dass man sich auch in der Schweiz Gedanken machen muss und dass es natürlich dahin führt, dass letztlich auch die Rahmenbedingungen für die jetzt noch privilegierten vielen Fahrten unter 3,5 Tonnen verändert werden. Was will ich da damit sagen? Wenn wir uns jetzt vorbereiten und wenn wir uns jetzt sagen, wir wollen die Kooperationen stärken, dann sind wir genau zum richtigen Zeitpunkt. Weil das wird kommen und dann wird auch die Branche sehr froh sein, dass wir uns frühzeitig damit befasst haben, weil das Thema Kooperation wird auch aus ökonomischer Sicht noch wichtiger werden. Und ein letzter Gedanke noch von mir. Ich glaube, es wird auch darum gehen, das Image vom Güterverkehr zu verändern. Der Güterverkehr ist nicht einfach ein notwendiges Übel. Das, was viele denken, ja, das gehört jetzt halt einfach auch noch dazu. Sondern er ist für unser tägliches Leben und für unsere Wirtschaft essentiell.
Und darum müssen wir alle den Blick auf die Logistik auch verändern, im Sinne von, dass die leistet auch einen Beitrag an unsere Lebensqualität und unseren Wirtschaftsstandort. Und gefragt sind da ganz klar mehr Nachhaltigkeit, mehr intelligente Systeme, mehr Zusammenarbeit etc. Und mit diesen Ausführungen wären wir eigentlich am Ende von unseren Ausführungen. Und danke ich Ihnen herzlich, dass Sie da gekommen sind, uns auch so aufmerksam zugelassen haben. Und wenn Sie jetzt noch Fragen hätten, dann würden wir diese selbstverständlich gerne beantworten. Wenn das aber auch nicht der Fall ist, der Herr Hotz von der NZZ. Ja, eine ziemlich grundsätzliche Frage. Also Sie, Herr Traber, haben ja gesagt, wir sind nicht Logistiker vom Kanton. Es ist die Wirtschaft und dort, wo es darum geht, das zu organisieren, von Straße zu Straße. Die Bahn ist klar staatlich, oder? Da ist der Bund von Straße zu Straße, die Kooperation. Da können wir sich auch fragen, ist das überhaupt eine Aufgabe vom Kanton? Können wir sagen, ist das nicht, muss sich da nicht das Transportgewerbe und der Onlinehandel selber organisieren? Also, du kannst mich gerne ergänzen, aber es ist ja auch eine politische Frage, oder? Ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe ist, vor allem schauen zu schauen im Bereich von der Gesamtmobilität, von unserem Gesamtverkehrskonzept, von den Zielen, von der Raumplanung und von der Verkehrsentwicklung, dass wir uns darüber Gedanken machen. Aber selbstverständlich in dem Setting, wie Sie es erwähnt haben, dass wir nicht Logistiker sind am Schluss und wir sind nicht die Branche. Es geht wirklich um Rahmenbedingungen. Und ich bin tief überzeugt, wenn wir das einfach würden laufen lassen und nichts würden machen, bei den Zahlen, die wir Ihnen präsentiert haben, wir rechnen 2040 104 Millionen Tonnen Ware im Kanton Zürich, ich glaube, dann würde die Politik etwas falsch machen. Und der grosse Hebel, selbstverständlich wird aber, und die grosse Herausforderung wird in der Standortsicherung sein. Und das ist natürlich eine kantonale Aufgabe. Das heisst, wo sind die Hubs? Die künftigen, die Hubs, die wir heute schon haben, aber da werden neue dazukommen. Wir werden eine komplette Veränderung von der Logistik haben, mit dem neuen, veränderten Lebensmuster, das wir haben, mit Klicks, mit unserer Art, wie wir zu Waren kommen in Zukunft, mit der ganzen Digitalisierung. Und das heisst, wir werden mehr solche Hubs brauchen. Es wird gar nicht anders gehen. Und die Standortsicherung, das ist natürlich klar eine kantonale Aufgabe. Und die werden wir am Kantonsrat zu gegebener Zeit unterbreiten und auch die konkreten Standortvorschläge, wie das der Markus Traber auch gemacht hat. Also ich bin tief überzeugt, wenn wir nichts machen würden, das wäre nicht gut. Gouverner, c'est prévoir. Und das wäre nicht gut, wenn wir das nicht würden anpacken. Ich weiss nicht, ist das Ihre... Mensch, ich habe jetzt das fast an jetzt den Markus Traber entlastet von dieser Frage. Gut, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann, oder nur mal eine, sehr also gern. Mit diesen Standorten, das ist natürlich eine schwierige Sache, oder? Das gibt eine Übung wie bei den Deponien und den Kiesabbaugebieten, nehme ich an. Das geht so in diese Richtung. Niemand will das, oder? Es ist schon angesprochen worden. Also Sie sagen noch nichts über Standort, oder? Man tut das im Moment abklären. Irgendwann einmal gibt es eine Karte, oder? Ja. Wo man sagt, dort möchte man das eigentlich. Mhm. Also, da kann man sagen, wir starten ja nicht bei null. Ja. Wir haben heute schon verschiedene Standorte eingetragen im kantonalen Richtplan, auch in der regionalen Richtplanung. Heisst zum Beispiel ist das Standort Hartfeld, wo also bei der Hartbrück zu in der Stadt Zürich, im Zentrum der Stadt Zürich. Wir haben in den letzten Jahren, das darf ich auch offen sagen, auch oft müssen die Standorte verteidigen. Also, dass dann die Grundeigentümer kommen und gesagt haben, ja, ihr lasst das bitte aus dem Richtplan, wir wollen dort andere Nutzungen ansiedeln. Da haben wir schon seit Jahren eine sehr restriktive Haltung zusammen mit dem Amt für Raumentwicklung, dass wir wirklich sagen, wir lassen die Standorte nicht, solange wir nicht auch adäquate Ersatzstandorte allenfalls haben. Also da sind wir nicht bei null, wo wir starten. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist nicht so einfach, neue Standorte zu finden, die diesen zukünftigen Anforderungen genügen. Insbesondere, wenn ich jetzt denke, dass man vielleicht mit einem Tunnel, mit dem unterirdischen Gütertransport, das auch noch können erschliessen sollte. Das gibt gewisse Herausforderungen. Also von dem her, da sind wir wirklich gefordert, aber all gefordert, um da diese Systeme zu ermöglichen.
Das haben wir ja gesehen im Zusammenhang mit Cargo Sutter. Am Anfang war ja recht so eine defensive Haltung. Ja, wo kommt das, oder? Und zwischenzeitlich sehen ja auch viele, dass es auch ein Vorteil ist, wenn man eine bündelte Logistikanlage hat für die Feinverteilung. Also es hat natürlich für die Belastung der Bevölkerung innerhalb des Siedlungsgebiets auch grosse Vorteile. Und von dort her gesehen ist unser Anliegen natürlich auch, den Leuten zu erklären, dass das wichtig ist und dass das Vorteil hat und damit auch Grundlage schaffen, nachher in den Dialog mit der Bevölkerung, aber jetzt für uns primär natürlich mit den Gemeinden und den Städten zu kommen, dass ja da die Bereitschaft auch da ist, die entsprechenden Räume zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir ja in dem Kontakt bereits. Und das wird auch geschätzt und abgesehen davon, das wird auch als notwendig angeschaut, der ganze Bereich von der City-Logistik. Aber es wird nicht eine einfache Aufgabe sein. Da teile ich Ihre Haltung. Gut, dann nochmal eine. Sehr gut. Aber ich weiss nicht, vielleicht ist es einfach ein anderer Bereich. Es gibt noch die Lastenwelle, oder? Das ist in der Stadt relativ ein grosses Thema. Man sagt, man kann einen Teil natürlich nur auch sehr umweltfreundlich mit Elektrolastenwelle abwickeln. Das kommt jetzt da gar nicht vor bis jetzt. Oder ist das wie eine Stufe tiefer auf kommunaler Ebene dann? Oder? Es kommt nicht explizit vor, aber ich meine, wenn ich jetzt von so einem Hub im Siedlungsgebiet die letzte Meile anschaue, dann ist es durchaus denkbar, dass dort auch mit dem Velo ein Teil der letzten Meile abgewickelt werden kann. Oder dann wirklich Punkt-Punkt-Beziehung. Ich denke jetzt so Konzepte, die am Seal City gestartet worden sind. Aber ich meine, wenn am Schluss die letzte Meile abgewickelt wird, oder? Das ist natürlich offen. Natürlich, je mehr dass man das bündelt, desto grösser wird das Gefäß werden und desto weniger wird vielleicht jetzt gerade das Velo im Vordergrund stehen. Und es kommt auch darauf an, was für eine Art, also was genau geliefert werden muss, oder? Ja. Dann frage ich Sie aber nochmal, Herr Hotz, ist das jetzt gut? Aber danke vielmals für das Interesse. Nochmal, und damit wäre die Medienkonferenz geschlossen und wir stehen Ihnen aber noch für Fragen individuell zur Verfügung, falls Sie das möchten. Merci vielmals.